Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, Sherlock hat sich sehr verändert. Besser gesagt, wir haben in der letzten Folge einen Tausch gemacht sozusagen, weil wir sollen nämlich jetzt mit Watson weitermachen und ja, Sherlock helfen oder Sherlock finden. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt runtergehen sollen, weil hier oben ist nichts mehr. Von den Funktionen her ist es wohl das gleiche. Nehme ich an, hoffe ich. Oh, wo wir gerade von Funktionen reden. Durchgedrückt halten von LT, also links 2. Kannst du etwas mit deiner Laterne anleuchten? Okay, dann tun wir das schon mal weg. Gut. Oh, ich höre schon. Ich höre schon Fliegen. Okay, also so kann man dann einfacher gucken. Verstehe. Oh, was haben wir denn hier? Sieht so ein bisschen aus wie ein Kohnen, der Feuerkessel. Ach, das ist eine Krabbe oder was? Oh. Eine Riesenkrabbe, würde ich fast sagen. Watson! Holmes, where are you? Okay. Hat der auch so eine. Ne, leider. Er hat nicht so eine Sicht. Aber irgendwas. Warum blinkt das so? Oder ist das nur ein Grafikbug? Das kann natürlich auch sein. Ich hab's hinter mir knacken gehört. Da muss irgendwas oder irgendjemand hinter mir sein. Oh, was ist das denn? Männlein-Weiblein-Symbol? Okay. Mit mystischen Zeichen drin. Das sind keine Sternzeichen, das sind aber auch keine Runen. Ich bin mir nicht sicher. Da oben ist noch für Jupiter das Zeichen, aber es könnte auch eine normale 4 sein. Ich weiß ja jetzt nicht, was das ist. Was klappert denn hier die ganze Zeit? Vor allen Dingen, warum fliegen die Fliegen um mich herum hier? Hallo? Ich habe heute frisch geduscht, ja? Da geht's rein. Oh, da ist er doch. Sherlock! Was ist mit dir? I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Ja. Hat ja nicht lange angehalten, dass wir mit Sherlock gespielt haben. Okay. Nicht mit Sherlock, mit Watson gespielt haben. Okay, also hier ist Blut. Was zur Hölle? Aber diesen komischen Oktopus, den haben wir ja schon mal. Die Oktopusse, die sind ja in der letzten Folge, glaube ich, geopfert worden. Ah, das ist der Typ, der quasi mit mir gesprochen hat. Der vermutlich tot ist. Schon eine Weile, so wie der aussieht. Ja. Moment, hier war das so gerade noch. His abdomen is severely bloated. Abgebrochene Fingernägel, getrocknete Schlammkrümel. Oh, es sieht mir sehr nach den. Nein, du sollst da reingehen. Das sieht mir sehr nach. Ach, der ist ganz rausge. Wieso ist er ganz rausgegangen? Nach den Leuten, diesen Arbeitern aus. Einstichstelle? Einstichstelle wovon? Irgendwas war doch gerade. Ach, das war das Alte. Halt. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Ich würde trotzdem behaupten, dass das einer der Arbeiter war. Aber okay. Was haben wir denn hier noch? Etwas, was wir uns angucken können. Someone got their hands dirty painting this with blood. Okay. An American passport. Amos Colby. Es würde vielleicht die Einstichstelle erklären.
Reisepass. Amos Colby. Haarfarbe rot, Augenfarbe braun. Geburtsdatum und Ort 20. April 1852 in Boston, Massachusetts. Datum der Einreise 22. September 1882, also mit genau 30 Jahren. Kam er direkt am Geburtstag, oder? Auf der Rückseite des Reisepasses befindet sich eine Zeichnung, die mit Blut angefertigt wurde. Sie zeigt ein Wesen, das einer Meereskreatur ähnelt, am ehesten einen Oktopus. Das würde ich jetzt aber gerne nochmal sehen. Da war doch kein Oktopus dabei, das waren doch nur diese komischen Zeichen. Werbeprospekt, Northwood Agency, diskrete Nachforschung aller Art. Für sie reisen wir um die Welt. Okay. Ein Dolch, der weckt eher mein Interesse. I've never seen a pattern like this before. Ich würde sagen, das erinnert entfernt an einen Oktopus. Old bloodstains. Mhm. At least 2 dozen pendants, all identical and made of tin. Alle gleich und aus Zinn. Also ist das wahrscheinlich sowas wie ein Erkennungsmerkmal, Mitmachmerkmal. Na, ihr wisst, denke ich mal, was ich damit meine. Leuchtende Substanzen? Oder was ist das hier? 2 Sachen müssen wir finden. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Es hat aber nicht noch immer mit dem einen Typen zu tun, der da Doktor spielen wollte, oder? Das erinnert mich irgendwie so an den. Komme ich nicht hin? This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Mhm. Hä? Ach, das eine war gar kein Hinweis, oder was? Ja, super. Das ist ja toll. Ich kann mich auch nicht... Ne, dahin kann ich mich bewegen, aber nach rechts kann ich mich nicht bewegen. Nach oben auch nicht. Haben wir hier nicht irgendwie ein Fläschchen oder sowas, was wir noch anvisieren können? Ich denke immer, das ist das, aber das ist ja jetzt nur das alte, was wir schon gesehen haben. Und das ist... Moment, hey. Ach so. Black Edelweiss Institute established 17 something. Okay. So, wir müssen unseren Brain, glaube ich, bald wieder anstrengen, oder? Haben wir da schon was? Ja, wir haben schon was, aber wir gehen erst noch mal kurz hier gucken. Ich hoffe, ich verpasse da nichts. Moment. Aha, Moment. Ist das das Erste? Nee, aber er kann es richtig angucken oder so. Oben ist das Erste dann. Okay. Gucken wir erstmal hier. Was können wir denn da machen? Oh nein, Hilfe oder Blutsritual oder was heißt das? Naja, er hat Würgemale, also gehe ich mal davon aus, dass es das andere ist. Nein, ach nein. Nein, du sollst da drin bleiben. So. Wollte nur eigentlich hier weg. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das nicht umstellen. So, Moment, dann würde ich aber doch erstmal schauen, dass wir eventuell hier was angucken. Wer ist der Tote auf dem Altar? Gegenstände, Anhänger, kann ich nicht nehmen. Kästchen kann ich auch nicht nehmen. Ja. Die anderen Sachen will ich auch gar nicht nehmen. Beobachtung. Hm.
Der Typ auf dem Altar. Sonderbare Symbole kann ich auch nicht nehmen. Ich klicke jetzt einfach auch mal das an, was ich nicht nehmen möchte. Okay, nein, da wollte ich doch gar nicht draufklicken. Ich wollte hier draufklicken. Mann! Dokumente und Aussagen. Er hat es jetzt aber nicht genommen. Das ist grün. Die anderen Sachen können wir nicht machen, ne? Können wir jetzt vielleicht? Jetzt können wir das immer noch nicht machen. Hier ist der Tote auf dem Altar. Ja, aber das, die Erneuerungsmitteilung, die hat ja nichts damit zu tun. Ah, okay. Unbekannter auf dem Altar. Kann ich jetzt die Symbole machen? Auch nicht. Können wir denn noch was machen? Wir können immer noch was machen. Was haben wir denn hier unten? Achso, das sind die Sachen, die wir jetzt gerade geholt haben. Heuerte Männer, sie müssen mit roter Farbe gekennzeichnet sein. Das ist ja auch was Altes. Das Komische ist, dass wir hier immer noch was machen können. Ich will jetzt hier aber nichts wieder rauskriegen. Unbekannter Mann. Ist hier aber auch schon mit Schwarz drin jetzt. Gucken wir erst nochmal den Rest an. Ich bin mir nicht so sicher, was das bedeutet. Okay. Oh je. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Das heißt, die haben da fünf... Nee, noch mehr. Hier hinten sind noch... Da sind Männer und Frauen drin. Kann man denn hier irgendwas... Anscheinend nicht. Nur in der Mitte. Mehr nicht. Na gut. Wer sind diese Leute? Ja, das frage ich mich auch. Aber du bist hier derjenige, der eigentlich Licht ins Dunkel bringen soll. Mit der Lampe anleuchten bringt natürlich auch nichts. Man weiß es ja nicht, ne? Wir können ja irgendwas da dran haben, was dann angeleuchtet werden kann. Aber wir haben hier vier Sachen, die wir theoretisch offenlegen müssten. Das heißt, wir müssten doch noch irgendwas... Da kommen wir her. Können wir da irgendwo noch woanders hin? Da geht's nur hoch. Ich werde wohl nicht darum herumkommen. Ach, das war's nicht. Ich werde wohl nicht darum herumkommen, das Grün zu kriegen, denke ich mal. Aber die Frage ist, wie? Ich kann jetzt hier auch nichts mehr drücken. Ich drücke jetzt mal einfach überall drauf. Und die Aussage? Ich weiß schon gar nicht mehr, was der für eine Aussage getroffen hat, ehrlich gesagt. Reisepass und Unbekannter auf dem Altar. Rechnung für Segeltuch. Aussage der Barfrau. Ich drücke jetzt einfach mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Werbeprospekt. Ah! Der Tote ist Amos Colby. Der Mann auf dem Altar war ein Privatdetektiv. Oh, der Datei Northwood Agency in Boston. Womöglich ermittelte Mr. Colby in den vermissten Fällen, wurde dabei jedoch von den Entführern enttappt und dann von ihnen ermordet.
Jetzt haben wir was Neues. Wohin wurden die Entführten gebracht? Da nehmen wir mal das und das können wir nicht, okay. Anhörungsmitteilung. Ja gut, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, wohin die gebracht werden. Symbol wird aber mit der Tote. Keine Ahnung. War gut oder nicht gut? Ich habe keine Ahnung. Unbekannter. Sein Verbleib, sein Verschwinden kann ich nicht machen. Ja, das kann ich auch alles nicht machen. Unbekannter auf dem Altar hat er jetzt angenommen. Ja. Vermisstenplakat können wir noch umdingsen. Jetzt drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, oder? Ich weiß es nicht. Das nimmt der auch nicht wirklich an. Also ich weiß es nicht. Hier ist alles grün. Gegenstände. Das ist halt für mich ein Gegenstand. Beobachtung. Würde ich das vielleicht noch reinmachen? Ah. Jetzt hat er das Edelweiß auf jeden Fall schon mal drin. Beobachtung, Edelweiß ist richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es aber trotzdem immer noch machen, so wie es aussieht. Die Frage ist jetzt, kann ich damit schon irgendetwas hier machen? Wo ist Watson denn? Ach du. Ah, ey Watson, du stehst aber auch immer so blöd im Weg rum. Mit ihm fällt mir gerade ein, haben wir die ganzen Beobachtungen hier noch gar nicht gemacht. Ach, guck mal. Miserable food, mass produced. Aber er will nicht wirklich was Neues dazu sagen, okay. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Okay. Da hat er auch noch nichts zu gesagt eigentlich. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Ah! Ich würde fast sagen, es könnte ein Kult sein, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da waren wir ja schon mal. Die können wir auch nicht anschauen oder so. Was flatterte denn gerade hier so? Okay, da geht's nur runter. Oh, was haben wir denn da? I must have seen this one before. That explains my hallucinations. Okay. Ja, aber wir haben immer noch nicht die zwei Stellen gefunden. Nee, die drei Stellen gefunden, die uns jetzt noch fehlen. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. Was ist das? Nein? Die Kratzer interessieren ihn anscheinend nicht. Oder kann man die hier, also die kann man so angucken. Kratzer, Blutflecken, abgerissene Fingernägel.
Das erklärt dann doch schon eher, warum der Typ so aussah. Ist hier irgendwas auf dem Boden, oder? Was höre ich hier doch? Ja? A small bloodstain, but not serious. Okay. Die Kratzer haben wir im Moment da. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Dann vermute ich mal, ja, genau. Dann haben wir da noch eins. Aufgebrochen. Nee. Nein. Oh. Ich weiß nicht, ob soll das heißen, dass sie den da reingeschubst haben oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke, dass das wahrscheinlich dann eher. Aber wieso finden wir die anderen beiden nicht? Oder kommen wir da. Ach so, das war hier. Ich wollte gerade sagen. Oh, da ist. Aha. Aha. Someone used Schlammzeichnung mud to draw a willentlich cross in a platziert. rectangle. Why? Kreuz in ein Rechteck. Menschliches Haar, Blut. Nein, nimm das Seil. Fine rope work, cut by a finer blade. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Okay, dann schauen wir mal. Könnte. Genau, der sitzt da, befreit sich selber und zieht dann seine Klamotten aus. Ach so, Moment, wir wissen ja jetzt, wer der Tote ist. Das heißt dann so viel wie ein unsichtbarer, ein Außenstehender sitzt quasi hier. Oder der Typ, der da drauf liegt. Ich weiß nicht, was das jetzt heißt, dass er ihn befreit hat. Oder ich lasse das jetzt erstmal drin, würde ich sagen. Dann haben wir da. Weiß nicht, was das hier ist. Da hinten ist noch was. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. So kann ich ein bisschen besser sehen. Dumpra, a staple of lecture men's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. Okay. Watson, gehen Sie mir mal aus dem Weg hier. Ich muss hier. Zwei Unsichtbare? Also Unsichtbare, ne? Zwei Unbekannte? Und was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung. Ich bestätige das jetzt mal. Achso, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll hier. Das ist falsch. Oh, der Rest ist richtig. Ja, heißt das so viel wie, der hat denen das ausgezogen oder der wollte dem das geben? Das ist das, was ich halt nicht weiß. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar.
the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Ja, Ermittlungsort abgeschlossen. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Geschehen ist in der Lagerhalle. Kreuz in einem Rechteck im Tempel außerhalb von Lagerhalle 12 stieß mir auf ein Symbol. Okay, also so wie ich es verstehe, er muss nur noch die Zusammenhänge erkennen, hat er ja gesagt. Das heißt, wir müssten dann theoretisch mal wieder wie wild alles hier anklicken auf die Hoffnung hin, dass irgendwas davon funktioniert. Kreuz im Rechteck, Geschehnisse in Lagerhalle. Das hat er ja selber schon gesagt. Ah! Nächster Zielort der Entführer. Die Entführer haben sich zum Institut Schwarzes Edelweiß aufgemacht. Das Institut wurde im 18. Jahrhundert gegründet und befindet sich irgendwo in der Schweiz. Ah, sehr schön. In einem Archiv kannst du Schlüsselinformationen für deinen Fall finden. Öffne mit rechts deine Fallmappe und wähle einen Hinweis, der mit einem offenen Buch versehen ist. Achso, okay, mit einem offenen Buch. Das ist der hier, Hinweis anheften. Mit Y beginnst du die Recherche. Nö. Oder, achso, ich muss hier Y, okay. So, nächster Zielort. Schwarzes Edelweiß in der Schweiz. Das heißt, ach so, ja. Okay. Ich suche gerade nach der Schweiz. Ja, Europa und Schweiz gehört natürlich nicht zusammen. Gründung. Wurde im 18. Jahrhundert gegründet. Das ist zumindest mal einfacher als die Dinger, die wir sonst immer rausgesucht haben. Tätigkeitsfeld. Institut. Ja, was ist denn das Institut? Was mit Medizin, würde ich mal sagen, oder? Ich habe keine Ahnung. Suchen wir mal. Es handelt sich dabei um eine Heilanstalt, die auf Geisteskrankheiten und Suchtverhalten spezialisiert ist und im Jahre 1789 von Professor Keller gegründet wurde. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. Man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. Six soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged. And I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes,
I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facility to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.